Das ist unsere Emma. Emma ist ein Langhaarmeerschweinchen. Die ist Mitte 2013 geboren und Emma hat hier in der Pflegestelle ihre Babys zur Welt gebracht. Wie das oftmals so ist, die Kinder haben ein Zuhause gefunden. Die Mama sitzt jetzt noch hier. Sie hat halt langes Fell. Das ist aber gar nicht so pflegeaufwendig, wie man vielleicht glaubt. Also gebürstet werden darf da gar nichts. Man schneidet die einfach in regelmäßigen Abständen ein bisschen ab und dann ist man auch schon fertig. Also viele glauben einfach, dass das so viel Arbeit ist, ist es aber gar nicht. Und dafür sieht sie auch ganz besonders schön aus. Emma wünscht sich einen kastrierten Bock an ihrer Seite, gerne aber auch eine Gruppe. Das ist auch gar kein Problem. Sie lebt auch jetzt in der Gruppe und fühlt sich da sehr wohl. Aber ein männliches kastriertes Tier wäre schon schön, wenn das dabei wäre. Thank you.